Es gibt zu wenig Retro-Computing-Veranstaltungen im Süden Deutschlands. Diese Aussage findet sich nicht nur auf der Homepage retropulsiv.de, sondern sie ist auch der Gründungsgedanke dieser Veranstaltung. Die Retropulsiv findet zweimal im Jahr, Frühjahr und Herbst, jeweils an einem Samstag und darauffolgenden Sonntag, an der Fakultät für Informatik der Hochschule Augsburg statt. Es ist eine systemübergreifende öffentliche Veranstaltung, bei der jeder willkommen ist, ob nun mit eigener Hardware oder nur mit sich selbst im Gepäck. Ich selber möchte in dieser Folge ausnahmsweise mal nicht so viel reden. Das übernehmen der Veranstalter der Retropulsiv, der Hausherr der Location und ein Yesterchips wohlbekannter Stammgast der Retropulsiv. Bleibt mir jetzt also erstmal nur euch viel Spaß beim Anschauen zu wünschen. Die Retropulsiv ist eine Veranstaltung, die von der Hochschule Augsburg, ehemals der Fachhochschule Augsburg, veranstaltet wird in Verbindung mit dem Verein zum Erhalt klassischer Computer. Und ich bin ein bisschen so der, der die Orga für die Veranstaltung übernimmt und macht. Ich hatte im Vorfeld schon jahrelang die Idee, dass ich so eine Veranstaltung gern im Süden der Republik mal machen wollen würde, weil es hier sehr wenig Veranstaltungen gab zum damaligen Zeitpunkt. Eigentlich nur das VCFE in München. Ich hatte aber nie einen geeigneten Ort gefunden und auf dem VCFE in München, das ist das Vintage Computer Festival Europe in München, habe ich dann durch Zufall den Professor Dr. Schöler kennengelernt, den Thorsten von der Hochschule Augsburg, und ihm meine Idee erzählt, und er war sofort Feuer und Flamme und hat angeboten, dass wir das hier am Campus machen könnten, und so kam eins zum anderen und die Retropulsiv war geboren. Ich bin Professor für Informatik hier an der Fakultät für Informatik, bin in der Grundlagenausbildung, und über die Grundlagenausbildung, Grundlagen der Informatik, habe ich natürlich auch ein Interesse an Bits and Bytes, und da kommt dann die Verbindung auch zu Retro-Hardware und Retro-Software. Der ganze Spaß ist losgegangen. Wir haben uns, der Christian und ich, wir haben uns auf der VCFE in München kennengelernt. Das muss dann ja 5, 6 Jahre schon her gewesen sein. Und der Christian hat mich angesprochen, dass es eben zu wenig Retro-Veranstaltungen im Süden Deutschlands gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte man sich schon mal vorstellen, dass wir an der Hochschule uns mal einen Raum suchen, wo wir einfach mal gucken, ob wir die Leute zusammenbringen. Ja, die Idee habe ich dann im Kollegenkreis kundgetan, und dann hat einer meiner Kollegen dann gesagt, ja, mach doch eine Hochschulveranstaltung draus. Da habe ich mir gedacht, ja, Hochschulveranstaltung ist ja doch eine andere Kategorie. Aber das haben wir dann gemacht, und jetzt haben wir die Retropulsiv als Hochschulveranstaltung an der Hochschule Augsburg. Als offizielle Veranstaltung. Außen einer, da kommt der Draht rein und einfach drauf, und dann in der ist der Drehpunkt. Also ich glaube schon, die Retropulsiv ist erstmal keine Ausstellung im eigentlichen Sinne. Also das VCFE beispielsweise hat ja eher so Ausstellungsmessecharakter. Hier, das ist eher so ein User-Treffen. Also hier treffen sich Leute, die sich gern mit alten Computern beschäftigen, systemübergreifend. Also hier gibt es keine Festlegung. Wer jetzt einen C64 hat, ist genauso willkommen wie ein Atari-User oder Schneider oder was es früher alles so gab. Also auch viele Exoten sind da.
Und wir haben hier eher so ein bisschen diesen Workshop-Charakter. Also man trifft sich, es gibt ein paar Vorträge, also es gibt schon ein bisschen Rahmenprogramm, aber im Großen und Ganzen trifft man sich, bastelt an den Maschinen, versucht die Rechner wieder zu restaurieren, sich gegenseitig auch zu helfen. Und es wird relativ wenig gespielt bei uns. Also es gibt ja auch Veranstaltungen dieser Art, wo eher gespielt wird, also wo alte Computerspiele an der Tagesordnung sind. Aber hier ist eher so das Basteln, Helfen, Installieren, am Leben erhalten der Computer Ziel der Übung. Also die Vorträge sind durchaus wirklich sehr gut. Also auch schon die ganze Zeit ist es so ein bisschen eine Sache von der Retropulsiv gewesen, dass da einfach aus dem Bereich heraus, wer was hat, was vortragen kann. Gut, das ist beim VCE München ist auch immer irgendwie sowas mit dabei mit Vorträgen, auch bei anderen Veranstaltungen. Aber man ist halt irgendwie letztlich ganz nah an der Sache dran, finde ich. Also weil die Leute ganz normal auch da oben mit im Pulk drinnen sind, in den Räumen mit ihren Maschinen und dann halt runtergehen und alles. Und da macht es halt auch im Endeffekt auch wieder die Mischung. Ja? Ich meine, du hast nicht nur Vorträge aus einem spezifischen Bereich letzten Endes, sondern du hast irgendwas mit DDR-Computern, dann kommt irgendeiner mit Sachen für einen 64er daher oder was, wo Vorträge stattfinden, und das ist eigentlich das Angenehme. Und man kann auch manche Dinge tatsächlich über einen gewissen Zeitraum verfolgen. Also ich habe ja vorher das mit dem Robotron gesagt gehabt, da haben wir schon einige Vorträge gesagt, hier gehört. Und weil der einfach in dem Bereich sehr viel Forschung betreibt, und das ist also auch von dem her schon ganz faszinierend, dem so ein bisschen über die Zeit dann zu folgen, was der schon wieder gefunden hat, wo er da weitergekommen ist und sowas. Das ist eine faszinierende Sache, wenn man sich für solche alten Kisten letztlich interessiert. Genau, also das ist Reshoot, also wie gesagt ein Horizontal-Shoot-em-up für den Amiga, entstanden im Jahr 2016. Läuft auf einem Standard A1200, auf einem Standard A4000, auf einer CD32, CD32-Version habe ich dabei, die A1200-Version auch, also eine CD mit Code, braucht eigentlich keine weitere Hardware. Charakteristika sind, das unterscheidet sich ein bisschen von so den konventionellen Shoot-em-ups, die man so in den 80er, 90er gespielt hat. Das hat Endless-Gameplay, ein bisschen wie man es heutzutage vielleicht eher auf einem iPhone oder sowas erwarten würde, sprich keine Levelstruktur, sondern es läuft in einem Rutsch durch, solange man eben kommt oder solange man eben überlebt. Das Ganze beruht auch auf Leihgaben aus der Community. Mario Lösser ist da hier zu erwähnen in dem Fall. Ne? Genau, der hat mir seine, oder zwei Turbokarten, glaube ich, hast du mir geliehen. Ne? Genau, die 060er, weil ich nämlich, nachdem ich ein Demo online gestellt habe, irgendwann im Laufe des Jahres 2016 auf jeden Fall, lief das Spiel konkret nicht auf 030er, 040er, 060er Prozessoren, ist einfach nur gecrashed, und dann habe ich eben nach Turbokarten gesucht, weil der Fehler auf dem Emulator nicht aufgetreten ist. Und das sind natürlich so Kleinigkeiten, die muss man dann halt einfach auf echter Hardware ausprobieren. Dann würde ich jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie kam es zu dem Spiel eigentlich. Angefangen hat es eigentlich 1991. Das war genau das Jahr, wo ich zum Amiga-Joker bin. Das war auch das Jahr, bis zu dem ich tatsächlich auf dem Amiga so ein bisschen entwickelt habe. Und zwar tatsächlich konkret hatte ich schon anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt an einem horizontal scrollenden Shoot'em-up gebastelt. Fan von R-Type und so weiter, Silkworm, die ganzen tollen Spiele damals. Wollte auch sowas Ähnliches machen. Ein Level war sogar schon spielbar. Aber als ich dann im Herbst 91 angefangen habe, beim Amiga-Joker zu arbeiten, es ging sich einfach nicht mehr aus von der Zeit her. Ja. So ein Journalistenjob bei einem Spielefachmagazin, der ist zwar lustig und tralala, aber der kostet auch richtig viel Zeit. Da bist du mit 30, 40 Stunden die Woche längst noch nicht fertig. Also sprich, das Projekt war dann einfach erstmal begraben.
Und ich hatte eigentlich keine Freizeit mehr, um irgendwas weiterentwickeln zu können. Und achtet mal auf die Bildecke rechts oben. Okay, ihr habt es vielleicht gesehen, High Delta nenne ich dieses Feature sozusagen, ja. Das ist so eine der Ideen, von denen ich mir überlegt habe, die könnte vielleicht Sinn machen, die könnte vielleicht eine motivierende Wirkung haben. High Delta bedeutet, dass man hier nicht nur auf Highscore spielt, sondern bedeutet auch, dass das Spiel einem ständig anzeigt, wie weit muss ich denn noch kommen, um den Highscore tatsächlich zu knacken. ARX hat so ein paar kleine charmante Vorteile, wie zum Beispiel, es kann ein Musikstück stufenlos beschleunigen. Und das bedeutet, dass man die Musik dem Gameplay anpassen kann. Das passiert auch im Reshoot. Ja, also Reshoot beschleunigt sich selbst, beschleunigt auch die Musik, beschleunigt die Animation. Ja, die Wirkung ist, dass es so ein bisschen hektisch und panisch wird, und so soll es auch sein. Ja, es soll immer schneller werden und immer hektischer werden und immer schwieriger werden. Und gut, ich habe dann im Nachhinein gelernt, es war wohl für einige vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, möglicherweise. Aber auch da, ich meine, so ein Entwicklungsprozess ist ja dazu da, was zu lernen, auch für sich selbst. Und ich habe super viel gelernt in dem Jahr. Ja, ja, klar, das ist vollkommen in Ordnung, logisch, klar. Und jetzt kennst du dann auch die Welt, wenn es dann auf YouTube wohl steht. Ne? Genau, also. Das ist eine Technical Demo, das heißt, ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht irgendwie so ein krasses Game mit tollem Titelbild und so weiter. Das ist einfach nur eine Engine, die jetzt ein bisschen zeigt, was zu erwarten ist. Ach so. Ja, nun, ne? Da sind schon keine Kollisionsabfrage drin, aber. Genau. Das ist kein ARX mehr. Genau. Also das war Reshoot R. Das war mein Vortrag. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Genau. Gern geschehen. Dadurch, dass das etabliert ist jetzt als Konzept, kommen die Leute eigentlich mit den Themen von alleine. Also wir haben, ich glaube, der Christian triggert schon im Forum mal an, ob es noch Vortragsthemen gibt, aber wir haben eigentlich ausreichend, also wir machen 3 oder 4 Vorträge an dem Wochenende, und ich glaube nicht, dass wir bisher irgendwie mal aktiv noch nachfragen mussten, weil es ein Vortrag wird. Und wenn es mal einer weniger ist, auch nicht schlecht. Aber die Themen sind immer, kommen eigentlich immer aus der Community, und das sind immer spannende Themen. Also, finde ich. Die 6502 von der Geschichte her, sagt's nein, wenn euch die Geschichte an der Stelle nicht so interessiert. Gell? Die 6502, muss man immer dran denken, ist sowas wie eine kosten- und funktionsreduzierte Version der 6800. Mit einem speziellen Augenmerk auf Steuerungseinsatz. Die 6502 ist eigentlich total untauglich für einen Desktop-PC. Es fängt damit an, dass man weder vernünftige verschiebbare Adressen machen kann, noch irgendwie eine gescheite Indizierung machen kann. Dafür kann man aber sehr leistungsfähig in statischen Strukturen rumadressieren. Also wenn ich eine statische Adresse habe von irgendeinem Parameterbereich, dann kann ich da plus 256 ganz einfach mit dem Indexregister machen. Letztendlich, das Wichtige bei diesen Prozessoren ist, wir haben 64K Speicher. 64K Speicher ist für diese erste Generation und auch für die zweite Generation eigentlich unendlich viel Speicher. Wir müssen daran denken, dass selbst ein als Desktop gedachter Rechner wie der PET flatzt den Bildspeicher mitten rein bei 32K. Ja, eigentlich völlig hirnrissig aus heutiger Sicht. Damals muss man aber sagen, hier 32K, wir kriegen die unteren 32K eh nie voll. Dabei sollte man auch noch denken, rein die Speicherchips, nur dafür, dass sie angeschlossen sind, nicht arbeiten oder sonst was, saugen statisch 20 Ampere. Ja, bei 5 Volt. Die muss man einmal bereitstellen. Vor allen Dingen Schaltnetzteile. Ich rede jetzt nicht von den kleinen Dingen, sondern überhaupt Schaltnetzteil war damals praktisch unbekannt. Gab es zwar, wahnsinnig teuer, aber der normale Rechter, wenn er Strom brauchte, hatte so einen Ringkern drin. Ja, Joachim, du weißt es vom Schleppen. Ja. Kommen wir mal zu ein paar beispielhaften Rechnern, was die eben gemacht haben, damit sie mehr
oder mit dem Speicher umgehen könnten und mehr mitmachen. Haben wir hier jemand aus der Commodore-Fraktion? Auf die Seite mal. Ich werde jetzt meine Worte ganz vorsichtig nehmen. Ich heiße Norbert Kehrer, wer mich jetzt noch nicht kennen sollte. Ich komme aus Österreich, aus der Nähe von Linz. Und möchte dieses Mal etwas erzählen über meine Portierung von Spielhallenspiel Phoenix auf den Schneider CPC. Und dieses Spiel interessiert mich deswegen so, weil das war eines der ersten Spiele, die ich selber gespielt habe. Das war so in einer Spielhalle ist gut, in einem Lokal bei uns zu Hause, wo ein Asteroid, Sprint und dieser Phoenix zum Beispiel auch gestanden sind. Und die Hardware und die Grafik und das Spiel selber war für die damalige Zeit nicht schlecht. Viele Farben und war ganz lustig zu spielen. Die ersten 5 Schilling habe ich ungefähr 30 Sekunden gespielt damit, höchstens. Dann war es schon wieder vorbei für mich. Ja. So kann man sich das dann vorstellen. Also der Hintergrund mit so, zum Beispiel den Sternenhimmel, den man da gesehen hat, der so nach unten scrollt bei dem Spiel. Das ist so ein Hintergrund, das sind die einzelnen Zeichen, sind die Sterne. Und dieser Hintergrund kann gescrollt dargestellt werden. Also mit einem Register, ich mache einen Write, schreibe dort rein, zeigt mir den Hintergrund ab an der Stelle 30. Dann wird am Bildschirm im oberen Bereich beginnt das zu zeichnen. Und unten geht sich dann das ja natürlich nicht mehr aus, der ganze Schirm wird dann oben weiter gezeichnet. Also da rollt so ein Überroll. Das ist die High Resolution. Das ruft jetzt einfach den Windows App Schneider-Emulator auf und führt das aus. Ja, also jetzt, dass die Grafik ist das gleiche. Die Farben sind etwas weniger, weil beim Schneider kann man sich aussuchen, 4 Farben, aber hohe Auflösung, die ist genauso hoch wie beim Phoenix jetzt die Auflösung, aber nur 4 Farben. Der Phoenix hätte mehr. Und was fehlt noch hier? Das ist jetzt. Die Sterne fehlen. Ich habe sie mir geschenkt. Ich habe sie schon gehabt. Es geht, aber es war zu langsam. Ich habe sie dann echt raus. Ich habe sie wirklich schon gehabt. Ich habe sie extra rausgenommen. Level 2, hier wieder, das zerstören die Sterne sowieso nicht. Es wird euch jetzt vielleicht nicht so auffallen, aber es gibt noch eins. Die Vögel sind nicht smooth. Die scrollen den Background nicht smooth, was beim Schneider auch kein Problem war. Hatte ich auch schon, ich schwöre es, ich hatte es. Ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen. Es ist gar nichts zu tun. Ja? Es ist keine PowerPC-CPU, sondern die Niederländer wollten einfach sagen, das Ding hat Power, ist aber ein PC. Auch das ist jetzt keine weiße Folie, ja, also das funktioniert schon alles so, wie es funktionieren soll. Bloß der Aufbau braucht halt, weil der Amiga mir diese Grafikfunktionen, auf die werde ich später noch eingehen, ja zur Verfügung stellen muss. Ja. Und hier muss er im Prinzip, und du brauchst auch länger, ein farbiges Bild aufbauen. Jetzt sind halt auch nur 16 Farben letzten Endes. Und das, was wir hier haben, das ist letztlich die finale Version vom A500-Board, das P2542. Da sitzt der NEC V30. In der 10 MHz Variante. Das ist quasi so dieses Herzstück, dieser Herzchip im Endeffekt von diesem Board, wo KCS diese ganze Logik eigentlich reinverpackt hat. Gut, zuallererst werde ich das Ganze einfach mal neu booten. Dann schauen wir uns mal den Bootscreen an. Eigentlich wie sich ein PC meldet, das ist letztlich auch wieder ein adaptiertes Phoenix BIOS. Und hier werden dann schon mal einige Dinge angezeigt, die jetzt nicht so XT-typisch sind. Was mit dabei, sondern da. Es ist dann schon ein Highlight, wenn man zum Beispiel auf so einen kleinen Amiga 600 dann auf einmal Windows 3.0 oder sowas hochfährt, da schauen ja manche Leute erst einmal ein bisschen komisch. Genau, also müssen wir mal schauen, ob jetzt da irgendwelche Meldungen kommen, von wegen Windows 10 Upgrade. Und das ist jetzt kein Breitbildformat, was wir da haben, sondern das ist EGA. Das ist 640 auf 350, weil mit VGA, es sind einfach mehr Bildpunkte zu berechnen und das Ganze ist dann noch zäher bei uns. Gut, damit bin ich zu Ende. Wenn von euch noch Fragen sind, stehe ich gern zur Verfügung. Vielen Dank, auch hier geht man natürlich das Publikum, ja, für den Vortrag. Also recht herzlichen Dank, schon das dritte Mal jetzt. Ne? Ja. Merci beaucoup.
wir haben einige, die schon seit der ersten Retro-Kursiv eigentlich immer da sind, die man auch aus den Foren kennt. Wir haben heute, also bei der 9.0, auch sehr, sehr viele Leute vom A1K-Forum da, also dem, ich glaube, in Deutschland bekanntesten und auch am meisten besuchten Amiga-Forum. Angefangen beim Apex, der ja dort ein bisschen so der Chef ist, weil ihm das Forum gehört. Über verschiedenste Leute, die ich jetzt gar nicht alle aufziehen kann. Du, Mick, bist ja einer davon. Der Gonzo, der Herwig als Blind German bekannt, der Michi als Elrond McBong bekannt und wie sie alle heißen. Also da haben wir sehr viele hier. Aber auch vom Forum 64 sind sehr viele Leute da und vom Classic Computing Forum, das ja dem Verein zumal klassischer Computer gehört, sind auch viele Leute da. Also ist es in der Tat so, wenn man mal hinter den Namen, mit denen man in den Foren ja tagtäglich, zumindest ich tagtäglich, irgendwie in Kontakt steht, wenn man die mal in echt kennenlernen will, ist das hier eine sehr gute Veranstaltung, weil da findet man wirklich viele von denen. Ja, also ich bin Realschullehrer, ist ja kein großes Geheimnis für die schönsten Fächer, die es gibt, Mathe, Physik und Informationstechnologie. Und ich habe es tatsächlich. Davon gefällt mir nur eins, aber ich sage jetzt ein gleiches. Ich denke Physik wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja, also ich habe es tatsächlich also ein bisschen geschafft gehabt, dass ich ein paar von meinen Schülern so ein kleines bisschen wenigstens für das ganze Metier hier begeistere und die jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sind, wo es einfach um so alte Kisten geht, sei es jetzt reine Amiga-Veranstaltungen, wo es auch schon mal waren. Und eben da jetzt auch so, ich sag's mal, eine gemischte Retro-Computer-Veranstaltung. Und das auch so, die habe ich nicht mehr, ja, die sind mittlerweile, die haben einen Abschluss gemacht, die sind in Ausbildung drinnen, aber auch trotzdem, Mensch, wann ist denn wieder die nächste Veranstaltung? Ja, wir kommen wieder und alles, und also das freut mich letzten Endes, dass man da auch tatsächlich so ein bisschen, eben, wie ich es vorher gesagt habe, auch die Jugend so ein kleines bisschen begeistern kann, wie das Ganze eigentlich einmal abgelaufen ist. Weil es ist immer schade, wenn so ein Abschnitt, so ein technischer Abschnitt, dann auch letztlich irgendwann einmal ganz zu ist, weil niemand mehr da ist, der sich irgendwie mit solchen Sachen auskennt. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Und wenn da so ein bisschen, so ein kleines Feuer am Lodern gehalten werden kann, auch bei den jungen Generationen, dann finde ich das eine tolle Sache. Also die Veranstaltung wird wahrgenommen. Speziell wird sie einfach als Bereicherung in der Fakultät wahrgenommen. Also wir wollen hier in Augsburg ein bisschen so ein Campusleben auch etablieren. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man ein Angebot machen, was über den normalen Lehrbetrieb hinausgeht. Also in der Fakultät wird sie wahrgenommen. Es kommen nach und nach Kollegen. Kollege, der Peter Rösch hat einen Apple II, den er mal mitbringt. Der Wolfgang Klüber ist jetzt in Ruhestand, hat immer mit seinem Atari ST teilgenommen. Also es wird in der Fakultät wahrgenommen. Die Studierenden nehmen es wahr, kommen rein, schauen sich die Sachen an, beschäftigen sich damit. Es wird auch über die Fakultät hinaus auf Leitungsebene der Hochschule wahrgenommen. Dadurch, dass es auch über die Corporate Communications immer wieder auch beworben wird und so weiter, haben wir da eine Sichtbarkeit und ich glaube, das bereichert so das Hochschulleben doch, finde ich schon. Ganz ist China-Win-Win-Situation. Ja, so schaut's aus. Okay, danke dir. Noch ein paar Punkte zum Schluss. Parkplätze sind bei der Retropulsiv ausreichend vorhanden. Es gibt ein Parkdeck und eine Tiefgarage. Wenn man teilnehmen möchte, muss man dies nicht gesondert anmelden. Es gilt die einfache Regel, wer zuerst kommt, malt zuerst. In der Regel geht es samstags um 10 Uhr los und Schluss ist nachts etwa um 23 Uhr. Am nächsten Morgen, am Sonntag also, geht es wieder um 9 Uhr los. Offizielles Ende ist 16 Uhr. Der Samstag ist normalerweise der besuchsintensivere Tag der beiden, wohingegen es am Sonntag eher ruhig zugeht. Es besteht keine Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der Hochschule zu übernachten, jedoch sollte es keine zu große Herausforderung sein, in Augsburg einen Platz zum Nächtigen zu finden. Die Gerätschaften werden über Nacht sicher eingeschlossen. Der Eintritt ist für jeden frei, dies gilt auch für die Vortragsveranstaltungen. In Sachen Verpflegung sollte jeder zumindest eine Notration dabei haben. In aller Regel wird zwar Essen bestellt oder anderweitig organisiert, jedoch ist dies immer situationsabhängig und nicht in Stein gemeißelt. Diese Infos beziehen sich übrigens auf meinen letzten Stand, soll heißen März 2017. Ja, ich war dort gewesen und ich hatte einen Heidenspaß. Für mich ist die Retropulsiv eine sehr spannende Veranstaltung, da hier der Schwerpunkt weniger auf Retro-Zocken liegt, sondern mehr auf Basteln, Tüfteln und Erforschen. Passt demnach ja auch wunderbar zur Hochschule.
Ich möchte abschließend meinen Dank allen Organisatoren, Helfern und den Teilnehmern aussprechen. Thorsten Schöler hatte einen schönen Satz gesagt, den ich leider nicht aufgezeichnet habe, den ich jedoch unbedingt hier anbringen will. So eine Veranstaltung lebt nicht etwa von den mitgebrachten Gerätschaften, sondern stets von den teilnehmenden Menschen. In diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht sieht man sich ja mal in Augsburg. Bis zur nächsten Folge. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Na, servus. Ja, sag einmal. Hm? Oh, das ist ja unglaublich. Hm? Auch eine schöne wieder, nicht? Ja, das klappt.